Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 9. April 2019, Maya-Kalender. Bevor ich erkläre, welche Energie wir heute haben, möchte ich kurz noch die Portaltagen erwähnen, weil die Portaltagen kommen von Maya-Kalender, damit da kein Missverständnis entsteht, welchen Tagen sind die Portaltagen, Monat April. 12. April ist ein Portaltag. 17. April ist auch ein Portaltag. 20. April ist auch ein Portaltag, das ist mein Geburtstag. 25. April ist auch ein Portaltag. In April haben wir folgenden Portaltagen: 12. April, 17. April, 20. April und 25. April. Und 5. April war auch ein Portaltag. Wir haben aber Tage, wo intensiv Mondenergie verspüren, ist aber kein Portaltag. Das sind die folgenden Tage: 8. April, 13. April, 16. April, 24. April 2019. Diesen Tagen sind kein Portaltage, aber wir verspüren eine starke Mondenergie. Ich wiederhole die Tage: 8. April, 13. April, 16. April und 24. April. Dann ist das jetzt geklärt. Und die heutige Energie, die heutige Qualität, weil die Maya-Kalender beschreibt es tatsächlich wie Qualität des Tages. In Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen sind Frequenzen, Tönen, Schwingungen. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen der Mayas. Wir befinden uns in 10. Welle. Das hat 7. April begonnen und dauert bis 19. April 2019. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang und die 10. Welle dauert bis 19. April 2019. Das könnt ihr so vorstellen wie in unserem Kalender die 7 Tage Wochen. In dieser Zeit haben wir die Luftelement. Die Luftelement heißt von vieles loslassen, uns befreien, endlich aufatmen, zu diesem Leichtigkeit kommen. Außerdem die Luftelement bringt uns neue Ideen, Gedanken, das ist schon die Ideenreichtum und verstärkt die Kommunikation. Etznab dominiert über diese 13 Tage, dominiert in diesem 10. Welle, weil mit Etznab hat das begonnen. Diese Phase, diese 13 Tage, wo wir gerade uns befinden. Etznab heißt übersetzt Spiegel. Und das bedeutet, dass wir in die kommenden Tagen ein Spiegel bekommen. Uns wird etwas gespiegelt. Diese Zeit, diese 10. Welle hilft uns, etwas klären oder etwas erkennen, weil das wird uns gespiegelt. Wir erkennen etwas klar und deutlich.
Wir verspüren auch die Kraft über unserem Gedanken, die Kraft auch über unserem Leben. Und die vergangenen Welle, die neunte Welle, war dafür da, unseren Gefühlen bereinigen, und diese reinigende Feuerelement verspüren wir jetzt, und mit diesem Energie geht es weiter. Wir setzen etwas in Tat um, aber bevor wir ins Ziel angekommen sind, erkennen wir etwas, was uns das Leben spiegelt, was uns wichtigen Informationen liefert. Es sind noch Hindernisse da, und wir sollen diese Hindernisse erstmal bewältigen, aber in Vertrauen bleiben, egal was wir gerade wahrnehmen. Das wird momentan aufgelöst, geklärt, und das ist diese Zeit, wo wir uns befinden. Erkenntnisse gewinnen und etwas klären. In diesem Zeitpunkt, in dieser zehnten Welle, werden wir Gedanken machen, was sind unsere Bedürfnisse, was brauchen wir wirklich, und wir vertreten die Wahrheit, weil wir klären etwas. Es wird etwas gespiegelt, und dadurch bekommen wir Informationen, Erkenntnisse. Es kann auch Hindernisse sein, aber das wird aufgeräumt und geklärt. Heute, am 9. April, befinden wir uns im dritten Tag in dieser 10. Welle. Und die Zahl 3 wurde bei den Mayas so gezeichnet. Und das heißt Polarität erstmal. Die Gegensätze miteinander verknüpfen, damit etwas Neues entstehen kann. Oder Licht und Schatten, die Schattenseite auch erkennen, wahrnehmen und dann aber etwas im Schwung zu bringen. Etwas in Bewegung setzen. Die heutige Kraftfeld ist Ahau, und das zeigt die Sonne, die Sonnenenergie. Und hier oben ist auch das, was wir heute wahrnehmen sollen. Das ist die Erleuchtung. Etwas wird beleuchtet. Wir bekommen Erkenntnisse, Klarheit, Orientierung oder die Wahrheit. Wir werden etwas auch vollenden und stehen auch zu uns selbst. Thema Liebe ist auch eine sehr wichtige Thematik, weil Ahau vermittelt auch Liebe, Liebesangelegenheiten. Und Bernstein steht in Verbindung zum Sonne. Die Mondenergie ist heute Kimi. Und Kimi bedeutet übersetzt Tod, hat aber mit Todesfällen nichts zu tun, sondern das heißt etwas loslassen, etwas hinter uns lassen, damit wirklich etwas Neues entstehen kann, so wie die Zahl 3 hier auch zeigt, die Einflüsse von außen betrachten, das sortieren und dann aber die Richtung bestimmen oder die Schattenseite erkennen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder das Loslassen oder das Trennen, und dadurch entsteht auch etwas Neues. Und Kimi ist die Kraft, die Befreiung, befreit zu fühlen von etwas. Das kann Kontakte sein, was uns bis jetzt belastet hat. Oder eine Tätigkeit, was wir gar nicht machen wollten. Oder die Ängste loslassen. Da fühlen wir uns auch befreit. Malachit steht mit Kimi in Verbindung. Und hier ist das Jupiter-Symbol. Wir können etwas dadurch vergrößern oder haben wir mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, tatsächlich etwas in Bewegung setzen. Malachit steht auch mit Herzchakra in Verbindung, und Sonne, diese Sonnenenergie, steht auch mit unserem Herz in Verbindung. Sonne herrscht über unserem Herz, und das sind die Liebesangelegenheiten. Und das sollen wir auch leben, und all das, was hindert dabei, das zu leben dürfen, das leben zu können, das sollen wir, diese Hindernisse auf jeden Fall
aus dem Weg räumen. Und das war die Information aus dem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.